Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video und ich werde mich gleich mal im Voraus entschuldigen, weil falls ich ein bisschen komisch aussehe und huste, was bestimmt gleich passieren wird, da haben wir's. Es liegt daran, dass ich die letzten Tage krank war und das ist immer noch ein bisschen da und ich habe halt immer noch ein bisschen Husten, weswegen das heutige Video nicht sehr aufwendig und nicht sehr lang sein wird und ist auch ein bisschen was Älteres ist, was ich eigentlich schon abgeschlossen hatte, aber egal. Aber ich wollte euch natürlich trotzdem was erzählen und habe mir natürlich trotzdem was überlegt für euch. Deswegen habe ich mir hier schön meinen Tee zurecht gemacht. Damit das meiner Kehle etwas besser tut, während ich hier rede. Und heute möchte ich noch eine Buchrezension machen für ein Buch, was ich schon vor ein paar Wochen fertig gelesen habe. Aber weil es, wie ihr wahrscheinlich schon am Titel gesehen habt, eben wieder um eins der Millennium-Bücher geht, wo ich ja die komplette Reihe gelesen habe, konnte ich es mir natürlich nicht nehmen, auch über dieses neue Buch zu reden, gerade eben, weil es ja auch jetzt einen neuen Autor hat. Der vierte Band in der Millennium-Reihe heißt Verschwörung und wird von David Lagercrantz weitergeführt, weil der originale Autor Stieg Larsson unglücklicherweise nach den drei Büchern, die er geschrieben hatte, verstorben ist. Ein bisschen Hintergrundinfo. Also ich habe euch ja gerade schon gesagt, dass Stieg Larsson unglücklicherweise verstorben ist und er hatte die drei Bücher, die Manuskripte zu diesen original drei Büchern fertig geschrieben und die wurden dann veröffentlicht und er hatte eigentlich geplant, noch mehr Bücher zu schreiben. Also ich glaube, es sollten ursprünglich 10 Bücher werden oder so, die er schreiben wollte. Und es gab auch ein Teilmanuskript oder ein ganzes, weiß ich gerade gar nicht, von diesem vierten Band eben, woran sich David Lagercrantz angeblich auch ein bisschen orientiert haben soll. Und das Ganze lief so ab, dass Stieg Larsson eine Frau hatte, aber er war halt nicht mit ihr verheiratet. Das war seine Lebenspartnerin, aber die waren halt wirklich schon lange zusammen. Aber weil die eben nie geheiratet haben, hat die Frau nicht die Rechte an diesen Werken geerbt, als Stieg Larsson gestorben ist. Deswegen haben dann eben die Familie von Stieg Larsson, ich weiß gar nicht, Brüder oder keine Ahnung, und der Verlag dann eben entschlossen, dass sie doch sich einen neuen Autor suchen, der die Reihe weiterführen sollte, obwohl, glaube ich, die Frau das nicht wollte, so wie ich das verstanden habe, aber ja, so wie es halt rechtlich gesehen läuft, hatten dann eben die Familie und die Verlage da eben mehr Rechte drauf und haben sich dann für David Lagercrantz entschieden. Dieser vierte Band nennt sich Verschwörung. Und dieses Mal geht es thematisch so etwas wirklich mehr um die Hacker- und Computerszene, was auch sehr stark auf diesen NSA-Skandal und diesen Abhörskandal mit den USA und so anspielt, der vor einigen Jahren war, weil in dem Buch geht es eben wirklich auch zum einen wirklich auch selbst um die NSA und Abhören und eben Datensammlung und dass da Blomqvist eben ein Anruf mitten in der Nacht bekommt von einem ganz bekannten Forscher, der ihm da wichtige Informationen geben will. Und natürlich läuft das alles nicht so, wie es laufen soll. Und es kommt wieder zum Mord und Totschlag. Und Michael muss da rausfinden, was denn da alles dahinter steckt und was denn eigentlich diese Information sein sollte. Zunächst natürlich mal wieder zur Story und zum Schreibstil und wie sich das alles hat lesen lassen. David Lagercrantz ist natürlich nicht Stieg Larsson. Und ich möchte jetzt nicht mit riesigen Vergleichen links, rechts, Stieg Larsson, David Lagercrantz, der macht das so und so und so und so und der andere macht das so und so. Ich möchte das jetzt nicht allzu groß vergleichen, aber man kommt natürlich nicht umhin, das ein bisschen zu erwähnen. Also David Lagercrantz ist kein Stieg Larsson, das kann man nicht sagen. Aber mir persönlich kam es schon so vor, dass David Lagercrantz schon einen ähnlichen Stil hatte, was ich meine in der Hinsicht, dass es durchaus diesen sehr genauen Sinn für Detail hat. Also auch er geht sehr, sehr stark ins Detail, was manchmal eben ein bisschen ablenkend ist oder dann sehr ausschweifend ist, wo man dann sich denkt, okay, in welchem Sinne ist das jetzt wichtig oder ich weiß gerade gar nicht, worum es geht. Aber wie gesagt, das hatte Stieg Larsson auch, deswegen in der Hinsicht nichts weiter Neues. Und auch dieser etwas langsamere Story-Aufbau wird auch in diesem Buch weiter fortgetragen, weil das ist was, was mir auch bei den anderen Büchern aufgefallen ist, die Stieg Larsson geschrieben hat. Da war das genauso. Es dauert eine ganze Weile, bis die Story richtig immer ins Laufen gekommen ist oder bis mal so dieser Inciting Incident passiert ist. Und das ist bei diesem Buch genauso. Also bis so die Stelle kommt, wo Michael den Anruf von diesem Forscher von Balder, hieß der glaube ich, bekommt
oder so und dann nachts dorthin geht und da was passiert, da muss man auch erstmal 200, 250 Seiten lesen, bis das passiert ist. Also die Story geht dann eben halt sehr langsam los. Aber wie gesagt, war ich schon irgendwie gewöhnt von Stieg Larsson, deswegen ich dachte, okay, gut, warte es mal ab. Und es liest sich ja an sich nicht schlecht. Also der Schreibstil ist trotzdem angenehm, weil David Lagercrantz halt doch ein bisschen ähnlich ist wie Stieg Larsson, aber doch auch irgendwie sein eigenes ist, was ja nicht schlecht ist. Deswegen konnte man da trotzdem relativ gut voran und weil ich ja eben auch motiviert war und neugierig war zu sehen, was denn jetzt in diesem neuen Band mit diesem neuen Autor passieren wird, mit diesen Charakteren. Also es liest sich an sich vom Stil her sehr angenehm. Da gibt es an sich nichts auszusetzen. Storymäßig, wie gesagt, geht es sehr langsam los, bis so, ich sag mal, die Action losgeht, dauert es wirklich. Und ich kann da verstehen, dass da manch einer sagt, okay, da kann man bestimmt einiges weglassen oder wann geht's denn endlich mal los? Ja, das hat durchaus gedauert. Und das Problem ist, dass sich das Ganze durch das Buch durchzieht. Also es gab nie mal einen Moment, wo ich so, ja, oh, jetzt wird es gerade spannend oder okay, das ist jetzt interessant, ich möchte jetzt gerne unbedingt wissen, was jetzt passiert. Das gab es so für mich nicht in die ganze Story. Ja, die wabert so ein bisschen vor sich her und man wartet die ganze Zeit irgendwie drauf, dass was Spannendes passiert. Man weiß auch irgendwie nicht genau, worauf es hinauflaufen soll, worum es denn jetzt geht, was jetzt das große Ding ist oder sein soll. So, das letzte Drittel des Buches ist dann eben auch enttäuschend oder ein bisschen, ja, einfach nur, weil die ganze Zeit habe ich so gewartet, dass so ein Showdown oder sonst irgendwie mal was passiert, weil ich meine, gut, die anderen Bücher haben jetzt auch nicht den mega riesigen Showdown, aber da gab es ja wenigstens immer eine Klimax. Also, wo du wusstest, das ist jetzt das Finale. Also, ich meine, im ersten Band war es ja, wo die rausfinden, wer hier Leute umgebracht hat und was mit der Tochter oder der Nichte oder wer das war, passiert ist. Und im zweiten Band hast du ja dann, wo Lisbeth endlich dann auf die Person, ich will natürlich nicht spoilern, im Wald trifft, in der Hütte und sich den stellen muss. Und im dritten Band hat man diese Gerichtsversammlung dann. Ich gebe zu, dass ich im dritten Teil auch gesagt habe, das war jetzt nicht boah, mega geil, aber da wusste man wenigstens, okay, das ist jetzt das, worum es geht. Darauf hat es hinauf aufgebaut und darum ging es und das war die Klimax und das war der Showdown. Das wusste man bei jedem Buch. Und hier bei diesem Buch gar nichts. Rein gar nichts. Die Story hat an sich wirklich gute Ansätze und die sind sehr interessant. Und es spricht ja auch ein Thema an, was ja, ich weiß nicht, damals aktuell oder auch jetzt noch aktuell ist mit NSA und Abhören und Datensammlung und sowas. Das ist ja schon ein aktuelles Thema und die Figuren, was da so angedeutet wird und was da für Ansätze da sind, so, oder die Anfänge der Entwicklung, die sind teilweise sehr interessant, aber irgendwie passiert dann nichts damit oder nichts Spannendes. Ich saß die ganze Zeit da und habe mich gefragt, wo ist die Spannung? Kann mal bitte irgendwas passieren, wo in mir das Wow-Gefühl ausgelöst wird, wo ich wenigstens unbedingt gern wissen möchte, was jetzt passiert? Gehen wir am besten zu den Charakteren, weil die Charaktere sind bei den Millennium-Büchern eigentlich das Wichtigste. Weil Stieg Larsson mit Mikael Blomkvist und Lisbeth Salander so großartige Charaktere geschaffen hat. Und ich weiß, ich sage das in jedem Video zu jedem dieser Bücher, aber es stimmt einfach, weil die Bücher, die von Stieg Larsson geschrieben wurden, zwar fett sind und sich auch manchmal sehr langsam bewegen, was ich auch gerade beim dritten Teil angeprangert habe, sage ich mal, dass es sehr langsam ist und jetzt nicht so spannend ist. Aber trotzdem die Charaktere so interessant sind, dass man da unbedingt wissen möchte, was mit diesen Charakteren passiert, dass man mit denen mitgehen möchte, mit denen mitfiebern möchte. Und bei David Lagercrantz ist es jetzt so, dass die Charaktere oberflächlich, so wirken, wie wir sie kennen. Mikael ist smart, aber eben auch so eine Art Frauenvorsteher, er macht nicht immer die besten Entscheidungen, aber er macht halt irgendwie sein Ding. Doch Lisbeth erscheint so, wie wir sie kennen. Also sie ist halt ein bisschen badass, sie lässt sich den Mund nicht verbieten, sie macht ihre Hackersachen und so auf den ersten Blick erscheint alles ganz, ganz fein. Aber irgendwie auch wieder nicht. Weil irgendwas fehlt. Beim Lesen merkt man einfach, es fehlt was.
bei diesen Charakteren. Es ist nicht dieses Gefühl da, was man bei Lawson verspürt hat. Oder diese Tiefe bei diesen Charakteren. Irgendwas fehlt, weil zum Beispiel Michael fühlt sich nicht ganz so charismatisch und investigativ an, wie wir es von ihm gewohnt sind, wo er dann manchmal Entscheidungen macht oder Sachen sagt, wo ich so denke, irgendwie fühlt sich das gerade nicht so richtig an oder wo du denkst, okay, wow, das ist dämlich. Ich weiß nicht, Lisbeth zum Beispiel macht auch nicht so viel, wie ich es von ihr irgendwie gewohnt bin. Und zum Beispiel wird sie auch sehr, sehr stark, finde ich, einfach nur so auf ihre Liebe für Mathematik und Mathematikrätsel reduziert, wo ich so denke, ja, Lagerkranz, ich habe verstanden, dass du die anderen Bücher gelesen hast. Toll, aber das ist nicht das, was Lisbeth ausmacht, weil so dieses Mathematik und Mathematikrätsel lösen, das war was im ersten Buch, glaube ich, noch gar nicht so vorkam und dann erst später ein bisschen eingeführt wurde und das wurde wirklich halt nur so nebenbei mal reingeworfen, weil das was war, was Lisbeth einfach cool fand. Aber hier wird das auf einmal so richtig groß genutzt und das ist so alles, wofür Lisbeth auf einmal so schwärmt, neben ihren Hacker-Sachen und so. Und dann gibt es in der Story eben halt auch noch ein Kind, was anscheinend autistisch ist oder irgendwie sowas. Und wo dann Lisbeth auch so zeitweise zur Babysitterin, ich sag mal, degradiert wird und sich einfach um das Kind irgendwie kümmern muss. Das Kind, was auch, könnte man argumentieren, eine Deus Ex Machina ist, aber egal. Und irgendwie fehlt bei diesen Charakteren. Es ist jetzt nicht schlecht, es ist nicht furchtbar, aber wenn man die Bücher gelesen hat, die davor kamen, wenn man die Bücher kennt, wenn man die Figuren kennt, die Stieg Larsson geschaffen hat und die so auch so mag, dann merkt man, dass hier einfach irgendwie was fehlt. Das könnte man aber natürlich damit erklären, dass Lagercrantz nicht der Autor ist, der diese Charaktere geschaffen hat, weil niemand versteht die Charaktere so gut wie der eigene Autor. Das ist ja wohl klar. Deswegen kann es eben sehr gut sein, dass eben so dieser Funke, dieser Charme, den man kennt, den eben nur Stieg Larsson bringen kann, weil er die Charaktere erschaffen hat und er die Charaktere besser als jeder andere kennt. Deswegen könnte man da ein bisschen entschuldigen, dass das Lagercrantz vielleicht nicht so gut kann, aber ja, irgendwie hat was gefehlt. Ich weiß nicht. Und es hat mich bis zum Ende hin irgendwie gestört, dass da bei den Charakteren irgendwas war, womit ich mich nicht ganz anfreunden konnte. Ich möchte natürlich nicht groß spoilern, was Ende und Antagonist und so weiter angeht, aber um das mal kurz anzureißen, wow, ist der Antagonist dämlich. Einfach nur dämlich, weil das ist so der typische Psychopath-Actionfilm. Bösewicht, der so aus dem Nichts irgendwie so ein bisschen auftaucht und dann so eine Verbindung hat und dann wird so gesagt, ja, das ist der Psychopath, der ist jetzt unser Antagonist. Und ich dachte einfach so, willst du mich gerade nur verkacken? Das ist doch übelstes Klischee-Stereotyp-Verarbeitung, wo ich so denke, damit könnt ihr mir jetzt in so einem Buch nicht ankommen. Kurze Spoiler, ich klicke hier, wenn ihr wegklicken wollt, hier ist das Zeitfenster, wo ihr hinklicken müsst. Aber ich werde kurz drüber reden, wer der Antagonist ist und warum mich das dann dadurch noch mehr aufgeregt hat. Also, der Antagonist ist Lisbeths Zwillingsschwester. Und das stört mich aus mehreren Gründen. Erstens, aus dem Nichts, meine Zwillingsschwester. Und ich meine, ja, die Schwester wurde vorher mal erwähnt. Das heißt, erwähnt. Es wurde vielleicht ein oder zweimal kurz gesagt, okay, Lisbeth hat noch eine Schwester, von der aber niemand weiter was wusste, außer dass er ein bisschen mehr, glaube ich, gemocht wurde als Lisbeth von der Familie. Ich weiß es nicht. Aber es wurde halt mal so erwähnt und dann war es das. Und die Schwester war halt einfach nicht weiter wichtig. Und damit wäre ich vollkommen zufrieden gewesen, weil das einfach nur so ein Hintergrund für Lisbeth gewesen wäre. Und aber jetzt in dem Buch so, Reveal, der Antagonist ist die böse Zwillingsschwester von Lisbeth. Und ich denke, so wollt ihr mich gerade verkackeiern, weil die Schwester, zum einen Zwillingsschwester, dann ist sie natürlich noch hübscher und dann ist sie natürlich auch noch total Psycho-Gaga, weil sie genauso Psycho-Gaga ist wie der Vater von Lisbeth, um den es ja in den vorherigen Büchern ging und sich jetzt im Namen des Vaters irgendwie an Lisbeth rächen will.
Und dann hat natürlich rausgekommen, dass ich schon immer krank war, als ich ein Kind war und dann immer gelacht hat, sich gefreut hat, als die Mutter von denen verprügelt wurde und sie ihren Vater eigentlich total cool fand und sowas. Und ich denke so, wollt ihr mich gerade irgendwie verkackeiern? Das war wirklich so dieses Klischee, oh, ich bin eine böse Zwillingspsychoschwester, die genauso abgedreht ist wie unser Vater und sich jetzt an die rächen will. Und ich denke so, das ist einfach nur dämlich. Und noch was zum Abschluss, das ist eine kleine Sache, aber die hat mich unheimlich genervt. Und zwar die Tatsache, dass nicht gesagt wurde, wie viel Zeit seit dem letzten Buch vergangen ist. Ich weiß nicht, in welchem Jahr dieses Buch spielt. Weil die ursprüngliche Trilogie, die wurde ja, ich weiß nicht, wann wurde die geschrieben? 2004 oder sowas? Oder da spielt die ja dann auch. Und das Buch wurde ja jetzt in den 2010er Jahren geschrieben. Es wird nie gesagt, wie viele Jahre genau vergangen sind. Es wird zwischendurch mal gesagt, ja, das mit dem Gericht und sowas vor ein paar Jahren. Und ich denke so, na, was heißt denn vor ein paar Jahren bei euch? Das sind bei mir 3, 4 Jahre Maximum. Und dann hat manch einer gemeint, naja, es sind aber so und so viele Jahre vergangen. Und ich denke so, das wird aber nie gesagt. Und es hat mich unheimlich gestört, dass das nie gesagt wurde, in welchem Jahr wir uns jetzt befinden. Weil da auch teilweise Social Media und sowas zu Wort kommen, wo dann gesagt wird, ja, Mikael interessiert sich nicht für Facebook und Twitter und so ein Kram. Wo ich so denke, wenn das 2004 oder 5 gleich wieder spielen soll, wird das garantiert nicht sein, weil da wird das noch nicht so ein großes Ding gewesen sein, wie wir wissen. Deswegen habe ich keine Ahnung, wann das spielen soll. Und das hat mich unheimlich gestört, dass nicht mal gesagt wurde, so und so viele Jahre sind genau vergangen seit der Gerichtsverhandlung. Also alles in allem, das Buch ist jetzt aber nicht super duper mega schlecht oder das schlechteste Buch, was ich je gelesen habe. So ist es nicht, weil das Buch ist oberflächlich gesehen, sage ich mal, trotzdem gut. Also ich meine, der Schreibstil zum Beispiel ist angenehm und er erinnert eben sogar teilweise an Stieg Larsson, was ja nicht unbedingt schlecht ist und es ist gut zu lesen. Und ich habe mir halt auch andere Reviews auf Goodreads und so durchgelesen und man kann der Handlung durchaus was abgewinnen, so ist es ja nicht. War halt bloß nicht so mein Spannungsding, aber es gab durchaus Leute, die fanden das sehr interessant und sehr spannend. Also scheint da ja durchaus auch was da zu sein. Und es ist ja nicht so, als würde in dem Buch gar nichts passieren. Also es passieren durchaus auch Sachen, aber es war halt nicht so aufregend für mich. Das Buch hat trotzdem einen guten Schreibstil. Die Charaktere sind an sich okay, aber wer halt die Reihe kennt oder die Charaktere wirklich sehr, sehr mag oder da so ein bisschen mehr drin ist wie ich, der wird merken, dass da vielleicht ein bisschen was fehlt. Aber es trotzdem, ich sag mal, an sich oberflächlich trotzdem funktioniert und zusammen mit dem Schreibstil trotzdem ein solides Buch ergibt. Ich habe dem Ganzen 2 von 5 Sternen gegeben, was für mich heißt, es ist okay. Weil ich mochte es jetzt nicht unbedingt, ich fand es jetzt aber auch nicht mega scheiße oder sowas. Es ist halt einfach ein Buch, das gibt's, es ist solide, ich konnte dem teilweise was abgewinnen, aber das Negative war für mich einfach mehr überwiegend und die Story war für mich einfach nicht so spannend und bei den Charakteren hat eben ein bisschen was gefehlt, weswegen es für mich dann eben nur 2 von 5 sind. Aber das muss dann eben jeder für sich selber entscheiden, gerade weil das so ein besonderer Fall ist. Habt ihr die Millennium-Bücher weitergelesen nach Stieg Larsson? Habt ihr die Bücher von David Lagercrantz gelesen? Würde mich wirklich sehr, sehr interessieren, was ihr davon haltet. Ich denke, ich werde auch noch den nächsten Band lesen. Wir haben den nächsten Band noch zu Hause. Der kam ja jetzt erst vor nicht allzu langer Zeit raus. Und ich möchte den durchaus lesen, einfach nur um zu sehen, ob vielleicht David Lagercrantz die Charaktere lernt, ein bisschen besser zu verstehen. Einfach weil ich auch neugierig bin, was passiert. Und ich die Charaktere wahrscheinlich einfach auch zu sehr mag. Wenn ihr noch Anmerkungen, Fragen oder sonstige Kommentare habt, könnt ihr mir die natürlich wie immer unten hinterlassen. Würde mich immer sehr freuen, wenn ihr da irgendwas schreibt. Vergesst nicht zu liken und zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und das Video zu teilen, wenn es Millennium-Fans gibt, die ihr kennt. Und ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn ich dann hoffentlich wieder etwas gesünder bin.